hervorragend. Na endlich können wir hier alles, können wir uns den Weg hier frei machen und Rubine bekommen und so weiter. Jetzt kommen wir hier an Sachen ran, wo wir vorher noch nicht ran konnten. Endlich, endlich. Ich sagte, das kommt ja hier. Das war ja abzusehen, dass wir das hier bald kriegen. Sonst wären die ja hier nicht im Dungeon drin. Ich habe einen neuen Bereich freigesetzt. Schon wieder. Hier Truhe öffnen. Ein weiterer kleiner Schlüssel. Ja. Jetzt finden wir die ganzen Schlüssel auf einmal. Jetzt hier runter. Ups. Dann können wir hier lang. Wenn wir die besiegen, das auch nicht. Ja, erstmal hier runterfallen. Müssen wir uns selbst besiegen. Wir sind sehr schwer besiegbar. Eine tolle Wurst. Nicht alle auf einmal. Skelett. Hier haben wir ja einen Schlüssel für. Dann können wir hier noch was holen. Ne, hier gibt es nichts zu holen. Hier ist eine Barriere. Hier können wir weiter. Hier geht es weiter voran. Kopfkratz. Ist hier mit dem Boden verschwunden. Hier wäre es jetzt Sackgasse gewesen, aber da war jetzt den Kraftarmband haben. Wie besiegen wir dich denn hier? Das ist doch hier der Hase. Hoppelhase. Ratte eher. Sieht fast aus wie eine Ratte. Eine Hoppelratte. Eine Hoppelmaus. Und jetzt hier wieder von vorne. Nein, die Abkürzung kann man nehmen. Ist trotzdem ein Weichen hier. Und die Konsole lässt nach. Die Batterie lässt gleich nach. Mal schauen, ob wir heute noch den Boss-Gegner machen können. Und ob wir vorher aufhören müssen, weil ich die Switch nicht aufgeladen habe. Ärgerlich. Na komm hier. Ist jemand dran vorbei hier? Geht's durch. Und du mal hier nach hinten rücken. Dann können wir runterschubsen. Das wäre das Effektivste. Mal den runterschubsen. Der tut uns aber auch nichts. Die scheiß Fledermäuse. Geh mal weiter. Ach, hier müssen wir was suchen. Verdammt. Krügelzertrümmern. Im letzten ist was drin. Im letzten den wir zerdonnern. Oh, damit können wir auch den Hasen zerstören. Ach ja, das war's. Hase zerstören. Die Gegner erledigen. Zerstöre trotzdem nochmal alles. Kann ja sein, dass im letzten wirklich was drin ist. Nee, ist es nicht. Oh doch, da war was drin. Halt! Da war was drin. Kann ich mal sehen. Natürlich war am letzten was drin. Was für ein Gag. Was war denn das, was da drin war? War da nicht noch was? Na egal. Jetzt geht's mal weiter hier. Hier mal runter. Jetzt können wir hier alles zerstören. Vielleicht manchmal sinnvolle Items. Damit nix. Was machst du hier? Können wir hier vielleicht durch? Wie kommt man da jetzt lang? Das ist mir ein Rätsel. Was machen wir mit dir jetzt? Du guckst böse rein.
Ja. Schön. Man die Krüge dafür gebraucht, was. Du fährst mich nur hier runter. Da komme ich nicht durch. Standen da Krüge, die mir nach oben geholfen hätten, oder was? Jetzt komme ich hier nicht weiter. Seltsam. Was ist jetzt hier das Rätselslösung? Vielleicht können wir die reaktivieren. Die Krüge nur runtergehen. Ja, können wir. Sehr gut. Vielleicht gibt es hier eine Lösung für. Dass wir die nicht zerstören, sondern. Okay. Okay. Ah, okay. Dann brauchen wir ein bisschen Ballast. Wir müssen schwerer sein, um da durchzukommen. Hier, nimm. Haben wir jetzt. Jetzt können wir weiter. Rätsel gelöst. Dann noch eine Boss-Tür, wenn ich das richtig sehe. Wie kommen wir an den Schlüssel? Eine Boss-Schlüssel. So, und damit seid gegrüßt, willkommen zurück. Ja, ein bisschen was kam hier, habe ich jetzt noch von der letzten Folge, von der letzten Aufnahme reingeschnitten. So weiter geht's jetzt hier. Wir waren ja schon ein bisschen kurz woanders, aber ich habe jetzt, bin kurz mal aufs Gehen zurückgegangen. Habe ich mir gerade mal erlaubt, da habe ich diesen Raum hier gefunden. Da müssen wir hier mal ein bisschen was anstellen. Können wir den Hasen hier irgendwie besiegen? Ja, von vorne, oder? Wie besiegen wir den hier noch gleich? Und dass der uns besiegt. Alter Schwede. So vielleicht. Müssen wir die irgendwie in der richtigen Reihenfolge? Ich meine zu wissen, war das hier doch was. Was in diesem Raum passieren muss. Der Kollege ist wieder zurück. Der andere Kollege auch. Sind das mal reingeschoben? Nee, so hatten wir es letztes Mal auch. Oder wie? Die Kerzen sind schon angezündet. Das ist also. Den Hasen können wir hier nur so ausschalten. Ich versuch's mal so hier. Und Gegner besiegen. Verstehe nicht. Ich erwarte eine Truhe hier. Aber hier können wir auf jeden Fall erstmal weiter. Ach du Scheiße. Kleine Pflanze. Stimmt, wir können ja springen. Die Linke kann ja ein wenig springen. Ein wenig. So, hier mal rüber. Ein bisschen ohne zu sterben. Wir suchen immer noch den großen Boss-Schlüssel. Okay, hier können wir irgendwie durch. Hier können wir doch was verschieben, oder? Können wir nicht? Das wäre natürlich jetzt toll, wenn wir irgendwie diese Blöcke weg verschieben könnten. Also können wir die Piranha-Pflanzen besiegen. Sehr schön. In die Röhre können wir leider nicht rein, weil es keine Röhre ist. Das macht doch schon hier bitte der Ding.
Da muss irgend, da muss das, da muss eine Truhe drin sein. Und irritiert mich der Sound hier. Muss in einer bestimmten Reihenfolge verschieben hier, oder? Die kann ich auch verschieben. Ne, die kann ich nicht. Ich kann nur die beiden hier verschieben. Das haben wir aber schon probiert. Kollege Hase kriegen wir hier nur mit den Vasen besiegt. Das macht doch einen Fehlersound. Es gibt doch einen Fehlersound. Das heißt, das ist falsch. Da muss ich dann irgendwas anders ansortieren. Und am besten versuchen nicht zu sterben. Das hier rein und das da hoch. Und den Kollegen jetzt besiegen. Ach, verdammt. Na komm du her. Verdöb. Gibt's immer so ein. Irgendwie müssen wir das. Es hieß doch, wir haben doch nach dem letzten Part hier noch den Hinweis bekommen, dass wir die Sachen anders ordnen können. Das muss irgendwie an den Hasen ranzukommen. Da müssen wir erstmal. Müssen wir eine auf jeden Fall mal verschieben. Das ist falsch, oder was? Vielleicht ist es so richtig. Ach, komm schon. Nein. Ach, leck mich doch. Und so können wir den nicht besiegen, oder was? Ich versuche mal dieses Muster nochmal. Die Fledermaus müssen wir dann noch besiegen. Drei Gegner sind in diesem Raum. Das wollten wir so machen und das wollten wir nicht so machen. Ach. Irgendein Muster muss es sein. Und wir finden es schon noch raus. Die Beine am besten besiegen, ohne dass die großartig Schaden machen. Das wollte ich da rein und das wollte ich nach rechts schieben. Und dann die Hasen mit einer der Truhen besiegen. Ach komm, krieg den jetzt nicht besiegt oder was? Das war falsch. Jetzt halten wir uns den ganzen Part jetzt hier mit diesem einen Rätsel auf. Oder was? Es gibt einen Fehlersound, also. Oh Kacke. Soll ich das hier rein? Und das darüber, also genau spiegelverkehrt. Na komm zu Diddy. Blöb. Ein Teil der Macht. Sehr gut. Irgendwie, ich sehe es gerade nicht, ich blick's nicht. Eine der Möglichkeiten muss es doch sein. So, jetzt das hier reingeschoben. Und das so. Das ist falsch, oder? Döp. Vielleicht andersrum. Das andere nach oben und das andere nach unten. Ich muss jetzt einfach hier mal ausprobieren. Mit dem Teil der Macht haben wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Stärke. Nicht sehr viel. Also das wollten wir nach drinnen und das nach oben. Haben wir aber glaube ich auch schon ausprobiert. Die Vase. Ach komm. Na. Ist auch wieder falsch. Ich blick so langsam nicht mehr. Ich muss gleich die komplette Lösung raussuchen oder was. Da fallen mir keine Lösungen mehr ein. Können wir den noch irgendwie verschieben?
Wir müssen den Hasen auf jeden Fall erst besiegen, nachdem wir hier verschoben haben. Bein nach außen schieben kann ich nicht, oder? Da ist der Hase im Weg. Das ist blöd. Beide rein verschieben kann ich auch nicht. Ich muss ein... Das hatten wir schon, das war falsch. Das macht diesen Fehler-Sound, der klassische Fehler-Sound. Einen richtigen, da muss es was Richtiges geben. Moment. Vielleicht müssen wir auch den Hasen, vielleicht müssen wir die Gegner auch andersrum. Ich habe jetzt nicht nur kurz in den Let's Play reingeguckt. Vielleicht müssen wir auch die Gegner anders in eine andere Richtung besiegen. Also ich versuche jetzt erstmal das hier und dann das hier und dann erstmal den Hasen hier besiegen. Und dann dich hier. Falsch. Ich verstehe es nicht. Die Formation sieht richtig aus. Die Gegner andersrum besiegen. Erst den Hasen, dann die Fledermaus und dann den Kollegen hier. Vielleicht liegt es auch in der Reihenfolge der Gegner besiegen. Kann das sein? Das sind natürlich die Schwierigkeiten. Ich darf man sich hier nicht besiegen lassen. Den Hasen besiegen. Die Fledermaus und dann den Kollegen. Das war richtig. Was ein Ding hier. Also die Reihenfolge der Gegner, die zu besiegen, das war auch noch richtig. Das musste ich ja richtig hinbekommen und die Gegner besiegen. Was zum Henker. Jetzt haben wir hier was Entscheidendes drin. Das habe ich mich jetzt schon gespoilert. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. So, da wir jetzt schon genug Zeit verschwendet haben. Mit diesem kleinen Rätsel. Gehen wir mal direkt durch zum nächsten Boss. Zum großen Boss in diesem Tempel. Ja, da werden wir auch jetzt noch ein bisschen Zeit dran verschwenden. Das glaubt mal. Das könnt ihr mir glauben. Das war vielleicht ein Fehler. Ich glaube, wir brauchen ja so eine... Achso, ja, können wir auch hier mitnehmen. Wir brauchen hier so ein Ding, aber wir haben letzten Tag noch was gefunden, um hier runterzukommen. So, und hier mit dem Schlüssel kommen wir ja jetzt hier entlang. Zack. Wir sind nicht komplett aufgeladen, aber was soll's. Wir müssen es. Wir werden wohl einige Mal noch verlieren. Wir haben hier gespeichert. Weiter geht's. Ja, wo wir dann Instrument nehmen, eine Vase ist das. Da kommt ein Clown raus. Ich bin heute der Gastgeber. Ein Djinn. Ach, er heißt einfach Djinn. Okay, und das ist wohl unser nächster Endgegner.
Ah, okay. Die Musik kommt mir als Mario sehr bekannt vor. Oh wei. Jetzt muss ich wieder ausweichen. Kann man dich in der Flasche besiegen oder wie ist das jetzt? Das mickrige Schwert zerstört meine Flasche nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Ach, die Wände also. Ätschi, ätschi, meine Flasche und ich bin unverwundbar. Ist der unverwundbar? Machen wir da erstmal ein stärkeres Schwert oder wie sieht das hier aus? Können wir hier nur verlieren oder wie sieht das aus? Müssen wir mal gucken. Jetzt hüpft er in seine Flasche. Flasche anheben und gegen die Wand werfen. Ach, die kriegt, glaube ich, langsam Risse. Die Flasche. Wir müssen die gegen die Wände werfen. Ich glaube, das hat er uns damit auch verraten. Immer gut ausweichen. Also so nicht. Hochheben, hochheben. Sehr gut. Oh, du hast meine Flasche zerstört. Das wirst du bereuen, du. Okay, in die nächste Runde oder was? Ich habe nur noch ein Herz. Jetzt ist noch wie wen besiegen. Ach du Scheiße. Schön ausweichen. Ach du Scheiße. Wie viel? Oh wei. Das müssen wir ihn mit seinem Feuerball selbst treffen. So, jetzt haben wir erstmal verkackt. Game over. Können wir nochmal neu starten? Bestimmt. Jetzt kommen wir bis zum Zwischengegner durch. Den Vorsprung haben wir. Und die Tür haben wir ja auch schon aufgemacht. Hier können wir Abkürzungen nehmen. So, hüpf. Ach, da hätten wir jetzt eigentlich auch die Abkürzung nehmen können zu dem Rätsel, was wir gemacht haben. Ja, so jetzt zum Gegner zu kommen, das ist auch nicht gut. Ich brauche ein Herz. Fledermäuse, gebt mir eure Herz. Ach, verdammt. Ein Abgrund. Vielleicht kriegen wir hier unterwegs noch ein Herz. Zum Beispiel dieses hier. Sollten wir jetzt auch keins mehr verschwenden. Den Gegner lasse ich einfach stehen. Lass mich von der Fledermaus nicht angreifen. Den Skelett auch nicht. So weiter geht's. Wir fahren. Ach verdammt. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein Herz. Hier ist ein Herz. Ein Herz für links. Ein Herz für den tapferen Kämpfer. So, ich gehe mal runter. Und da hochspringen kann ich wahrscheinlich nicht. Bin hier schon ungeduldig, zum Boss zu kommen. Hier brauchen wir ein bisschen. Ich gehe mal hoch. Dann sind wir auch schon wieder da. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Hops und durch. Na komm, versuchen wir es mal. Der wieder mit seiner Vase ist natürlich jetzt wieder ganz geheilt. Ausweichen. Jetzt ein bisschen Konzentration. Wenn ich mich nicht treffen lasse, dann geht das auch ganz gut. Ja, ich weiß. Ich muss deine Flasche loswerden, dann kann ich dich zerstören. Wände sehen stabiler aus. Dreimal muss die Flasche gegen die Wand werfen. Oh Mann. Wir werden wohl noch einige Versuche brauchen. Puh, das war gut ausgewichen. So, noch einmal. Mal gekonnt ausweichen. Dafür den ganzen Raum in Anspruch nehmen.
Sehr gut. Und zack. Da ist die Flasche zerbrochen. Ich habe noch 3 Herzen. Okay, Flasche zerstört. Jetzt Konzentration. So schwer ist der nicht. Man muss nur ausweichen können. Oh wei. Das ist jetzt schlecht. Na komm. 2 Herzen haben wir noch. Wie können wir den jetzt besiegen ohne Flasche? Und Feuerball wahrscheinlich auf ihn lenken. Meine Fresse. Und die Flasche ist angreifbar. Ah, okay, verstehe. Können wir ein bisschen angreifen. Okay, der hat noch ein bisschen. Ein wenig mehr so viel. Besiegt. Sieht fast so aus. Na, sehr schön. Ordentlich. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl der Herzen wurde erhöht und alle Herzen ausgefüllt. Sehr schön. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Herzen. Und dann haben wir das nächste Instrument. Zweites Instrument, wenn ich mich irre. Das Tritonshorn erhalten. Schön. Dann wollen wir auch mal ein bisschen Musik. Wenn wir alle Instrumente zusammen haben, können wir die Endmelodie erklingen lassen. Uga Steppe. Die Steppe wartet. Urunga Steppe. Da müssen wir wohl als nächstes hin. Ein kleiner Hinweis, was uns als nächstes erwartet. Ein Ladescreen erwartet uns hier erstmal. Und den Kollegen haben wir wieder mit dabei. Jetzt müssen wir erstmal zurück zum Dorf. Greif an. Ist die Blume. Ist. Fass. Ein sehr gut, feines Hühnchen. Jetzt bringen wir dich mal zum Dorf zurück. Jetzt muss Frauchen dich doch mal nicht mal annehmen. Haben wir dich genug Gassi geführt? Oder wie sieht das aus? Sieh mal durch den Wald durch. Oder so. Ich wollte mich gerade mit dem Schild verteidigen. Ein Pilz. Ist ein Pilzgiftig, der verbreitet fauliges Aroma. Den sollten wir vielleicht nicht unbedingt essen. Sehr gut, danke Hundchen. Bist ein guter Verteidiger. Ich würde dich gerne noch weiterhin mitnehmen, aber ich will dich mal endlich deinem Herrchen. Ich will dich auch deinem Herrchen mal wieder zurückgehen. So auf Dauer. So ein Kettenhund schon. Auch eine Belastung. Ich habe nicht das Bedürfnis, den Haustier zu führen. Ich gebe dich lieber der Besitzerin zurück. So jetzt aber hier. Nimm dein Haustier zurück. Merci, danke. Es war so süß von dir, sich um den kleinen Kumel zu kümmern. Bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Du hast einen Kuss von der Miau-Miau erhalten. Du Glückspilz. Was auch immer. Jetzt haben wir den abgegeben. Sehr schön. Aha, der gibt uns jetzt. Boris Hütte, abenteuerlustiger Assistent gesucht. Okay, schön dich zu sehen. Hast du gerade nichts Dringendes keine Ahnung. Dann lass uns doch mal in Bescheidenheim weiterreden.
Okay, wir müssen als nächstes zum Bogesheim. Gut, aber ich würde mal sagen, auf diesem Part, ich weiß nicht, wie lange er schon ist, aber wir haben den Dungeon jetzt hier noch abgeschlossen. Wir haben jetzt hier den Boss besiegt und jetzt hier das eine Rätsel gelöst. Ich denke, ich mache langsam mal. Ich mähe hier noch ein bisschen Rasen. Ich mache dann langsam mal Schluss. Diesen Part würde ich sagen. Ich sage schon mal, dürfte ich noch ungesetzlich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid. Und das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Den nächsten Let's Play Part. Und dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja, man sieht sich in einem weiteren Video im nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening wieder. Und bis dahin, dann beenden wir das an dieser Stelle, oder? Ich denke mal, das wird schon angemessene Länge haben. Du bist ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, ich sehe, Uzi ist wahrscheinlich zu Hause. Und unser Haus ist das im Norden mit den zwei Türen. Ja, wie auch immer. Ja, dann würde ich mal sagen, bis dann und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.